Heute spielen wir mal ein Spielchen. Ich gebe mich als Kamerahersteller aus und ich muss für jede Menschengruppe, also einmal so den Alltagsmenschen, einmal den YouTuber und einmal noch den High-End-Professionellen, der auch etwas mehr Geld ausgeben kann, dafür muss ich einmal Kamerahersteller spielen und einmal die perfekte Kamera für diesen Zustand designen. Wenn ich allerdings Fehler mache, dann kriege ich eins über die Rübe gehauen. Fangen wir mal mit der Kamera für den Alltagsmenschen an. Da möchte der Konsumer auf jeden Fall eine ganz, ganz große Kamera haben, die man gut in den Händen halten kann, oder? Okay, das sollte also nicht so sein. Wir müssen also einen kleinen Body designen, sodass man das dann auch mal gelegentlich in die Hosentasche tun kann. So, kommen wir als nächstes zu der Sensorgröße. Da möchte der Kunde auch nicht groß irgendwie Megapixel haben. Der sollte bei 24 Megapixel bleiben. Das ist auch wunderbar. Mehr braucht er auch gar nicht. Ja, stimmt. Ob der Sensor hier jetzt Vollformat, Micro Four Thirds oder APS-C ist, ist vollkommen egal. Das interessiert den Kunden erstmal gar nicht. Hauptsache erstmal klein. Und wenn man das hinkriegt, dann ist auch erstmal das andere erstmal egal. Kommen wir nun zum Objektiv, womit man ja auch fotografieren soll. Hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder eine Festbrennweite oder einen Zoom. Ich stehe ja immer auf Zooms und ich würde sagen, da wir das Ganze auch lichtstark haben wollen, machen wir ein 24-70 mit der Blendenöffnung 2.8 rein, oder? Okay, das mit dem Zoom ist wohl nicht so gut gelaufen. Ich würde sagen, wir bleiben bei der Festbrennweite, denn Zooms kann man nicht so gut lichtstark machen und wir wollen ja auch noch gute Qualität liefern. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen ein Brennweiten-Äquivalent von ungefähr 28 bis 35 mm. Das ist so perfekt. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal so eine neue Brennweite von 32 mm. Und ganz wichtig noch, damit man auch im Dunkeln noch einigermaßen gut fotografieren kann, mit der Blendenöffnung 1.8 wäre wieder zu groß, mit der Blendenöffnung 2.5. Das geht noch und man kriegt auch noch einigermaßen gute Hintergrundunschärfe hin. Ja, ist richtig. Bei unserer Alltagskamera, da wollen die Nutzer nicht großartig mit den RAWs rumspielen. Ist zwar auch schön, das noch zusätzlich zu haben, aber wir müssen ja auch auf jeden Fall eine große Auswahl an irgendwelchen Filmlooks haben, damit die dann auch direkt dann schon das auf das JPEG anwenden können. So muss er sich dann nicht mehr dann mit RAWs rumschlagen, was ja auch wirklich nett ist. Ja, wichtig ist aber auch der Autofokus, denn der normale Nutzer möchte sich keine Gedanken darüber machen, ob der jetzt wirklich sitzt. Man, der möchte jetzt nicht irgendwelche Modi auswählen. Am besten, man baut direkt den KI-Autofokus mit ein. Und kommen wir dann auch jetzt nochmal zu dem letzten Punkt von der Fotografie, zu den Serienbildern. Da ist der Alltagsnutzer gar nicht mal so anfordernd. Der braucht einfach nur 5 bis 10 Bilder in der Sekunde. Mehr braucht er gar nicht. Das reicht dem, glaube ich, völlig aus. Video. Video ist aber auch noch ganz wichtig für den Alltagsnutzer, denn der möchte auch mal gelegentlich ein Video aufnehmen. Es sollte mindestens Full HD können. 4K ist nochmal ein Bonus, aber ich glaube, der würde auch damit auskommen. Es muss auch gar kein Log-Profil geben, das wäre nochmal schön, aber ich glaube, der Normalnutzer, der will jetzt auch nicht irgendwie groß Color graden. Aber noch viel wichtiger als die Framerates ist, einen guten Bildstabilisator zu haben. Denn wir als iPhone-Nutzer sind ja gewohnt, dass man einfach nur draufhält, keinen einzigen Knopf drücken muss oder nur einen Knopf drücken muss und man hat dann direkt schon einen voll stabilen Videoclip, man muss nichts mehr machen. Wir müssen ja also einen Bildstabilisator einbauen, der am besten so gut ist wie bei den Panasonic-Kameras wie in der GH-Serie. Die ist ja mal gut. Ich habe noch eine Idee. Um die Kamera jetzt noch kleiner zu machen, lassen wir jetzt einfach den Sucher weg, wie in der ZV-E10. Okay, wir brauchen doch noch einen Sucher. Am besten dann aber auch einen gar nicht mal so guten. Es soll einfach nur ein Sucher sein, womit man dann halt auch in der Sonne fotografieren kann. Der muss dann auch nicht groß sein. Hauptsache, der bleibt immer noch schön klein und macht die Kamera jetzt nicht zu groß. So, und das ist unsere Kamera. Und wir verkaufen sie für 2200 Euro. Nein, natürlich nicht. Wir sollten die Kamera höchstens so teuer machen wie ein aktuelles iPhone 15 Pro, weil sonst will das ja keiner mehr kaufen. Also ungefähr bei 1100 Euro sollte das liegen, aber auch dann nicht mehr. So, da wir jetzt die Kamera für den Alltagsmenschen abgehakt haben, gehen wir direkt mal zu der YouTube-Kamera weiter. Hier sind die Anforderungen schon etwas größer, denn der Nutzer möchte keine 24 Megapixel mehr haben. Er möchte jetzt mindestens 30 haben, wenn nicht sogar 33. Das ist so der neue Standard. Man muss ja auch mit der Zeit gehen. Anders als jetzt aber bei der Alltagskamera brauchen wir jetzt hier auf jeden Fall RAW drin mit auch einen sehr, sehr guten Dynamikumfang. Also fotografieren ist auch hier sehr, sehr wichtig, deshalb einen hohen Dynamikumfang sollte es geben. Das heißt, gleichzeitig auch automatisch keinen Global Shutter, denn der hängt wirklich noch sehr, sehr hinterher. Um unsere Kamera jetzt auch perfekte Akkulaufzeit zu geben, wollten wir jetzt auch hier am besten dann auch direkt schon einen Batteriegriff einbauen, damit man auch dann schön hier den Griff anpacken kann und hier dann auch super Akkulaufzeit haben kann. Okay, nein, hier ist auch noch nicht der Punkt angekommen, wo man einen Akkugriff einbauen soll. Die Kamera soll auch hier immer noch ein bisschen auch kompakter sein. Autofokus am besten hier den besten einbauen, den es nur gibt, denn auch hier, wie gesagt, die Fotografen wollen hier nicht irgendwie abgehakt werden und die wollen ja auch das Beste vom Besten haben. Serienbilder sollten ungefähr 10 vorhanden sein.
Okay, wir runden auf 20 auf. Es sollten 20 Serienbilder sein. Das ist doch dann etwas besser schon. Videospecs. Videospecs sind für den YouTuber ganz, ganz wichtig. Hier müssen wir auf jeden Fall mindestens 10 Bit in einem Log-Format bieten. So, und das Ganze auch noch in 4K. Aber hier sollte man auch mindestens 4K mit 60 FPS haben. Alles drüber ist natürlich willkommen, aber wir wollen ja auch jetzt nicht zu viel den Leuten erstmal geben. Man könnte ja dann vielleicht noch 4K mit 120 FPS wieder in diesem 1,5-fachen Crop bieten. Das geht ja mit diesen 33 Megapixel dann. 2024 sollte es auch keine YouTube-Kamera mehr geben, die kein OpenGate kann. Also auch die sollte OpenGate können. Am besten 3:2 halt vom ganzen Sensor ausgelesen. Auf jeden Fall auch Vollformat, das was ich noch gar nicht erwähnt hatte. Wir haben ja jetzt hier schon ganz schön viel reingepackt, oder? Wir machen die, glaube ich, so 3.500 € teuer, oder? Das war eine echt doofe Videoidee. Wir machen die Kamera 2.800 € teuer, aber mehr auch nicht. Gut, aber wie sieht jetzt unsere Flaggschiffkamera aus? Die Kamera, die ja angeblich alles haben soll, die ja das Beste haben soll vom Besten. Sollen wir 24 Megapixel reinpacken? Nein, das ist der größte Fehler. Nein, ihr packt auf gar keinen Fall 24 Megapixel rein. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommen würde, in eine Flaggschiffkamera 24 Megapixel reinzupacken. Also da habe ich gar keine Idee, wer das wohl drauf kommen würde. Canon R1. Jetzt können wir aber allerdings über einen Akkugriff reden. Denn die Kamera soll jetzt gut in der Hand liegen, schön viel Akkulaufzeit haben und ein eingebauter Akkugriff ist natürlich jetzt auch erwünscht. Muss aber auch nicht sein, denn der Aspekt, dass die Kamera klein ist und man sie immer noch gut dabei haben kann, ist auch nützlich. Deshalb gibt es jetzt hier keine großen Verpflichtungen, was wir hier machen. Mensch, jetzt haben wir noch so viele Displays von den älteren Kameras. Also die müssen wir doch auch noch irgendwie verbrauchen. Ich würde sagen, wir packen jetzt auch noch einfach mal noch das Display von der A7 III rein. Wir haben noch ein paar Millionen. Oh. Ich korrigiere mich, wir bauen ein ganz neues Display ein. Am besten OLED mit einer super Helligkeit, sodass man das auch in der Sonne noch ablesen kann. Aber auf jeden Fall auch noch mit einem super Sucher. Der Sucher soll also auch nochmal gut auflösend und groß sein. Serienbilder müssen 2024, 2025 mindestens 60 Bilder in der Sekunde vorhanden sein. Weniger ist wirklich nicht mehr akzeptabel, vor allem in einer Flaggschiffkamera nicht. So, Videospecs hier ist dann auch, damit wir auch mit der Zeit gehen, auch mal 8K erwünscht. Und wir können natürlich jetzt auch nichts weglassen, was wir schon in den YouTube-Kameras mit drin haben, also muss OpenGate natürlich auch mit drin sein. So, aber jetzt auch nicht nur bei 10 mit Locker müssen belassen, wir müssen jetzt auch hier mal ein RAW-Format einbauen, damit man noch mehr Spielraum hat im Color Grading. So, hallo Test, ach du Scheiße. Wie sieht jetzt mit dem 4K-Modus aus? Sollen wir da immer noch 4K mit 120 FPS reintun? Nein, wir tun 4K mit 240 FPS rein. Wir müssen ja auch einmal endlich eine Neuerung mit drin haben, das machen wir. So, Preis legen wir dann aber bei 7.500 € fest. Ja, das ist noch okay. In einer Flaggschiffkamera, die ja alles kann, das ist noch verkraftbar für den Profi. Der hat dann auch dieses Geld. Ist das nicht grandios? Es ist doch so einfach, eine Kamera für jeden zu bauen, die doch einfach jeden zufrieden macht. Ja, anscheinend ja wohl eben nicht. Aber das sollte mal eben eine kleine Erinnerung sein. Das war's jetzt aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.